Hallo und herzlich willkommen zurück bei Une vie Fralmonde. Mein Name ist Jasmin und ich bin eine Deutsche, die in Frankreich lebt. Und auf diesem Kanal sprechen wir über deutsche und französische Kultur und Sprache auf Deutsch und auf Französisch. Also, falls euch das interessiert, lasst mir gerne ein Abo da und folgt mir auch auf Instagram. Und heute sprechen wir über 10 Dinge, die in Paris ziemlich eklig sind. Kleiner Disclaimer, jeder Mensch hat ein anderes Verständnis von Ekel. Manche Dinge, die ich eklig finde, findet ihr vielleicht nicht eklig. Und vice versa, dieses Video ist einfach nur meine eigene Meinung. Das erste, was in Paris ziemlich eklig ist, sind die Tauben. Und versteh mich nicht falsch, ich finde Tauben eigentlich gar nicht so eklig. Ich weiß ja, es gibt Leute, die Tauben grundsätzlich eklig finden, die sagen, das sind die Ratten der Lüfte. Ich finde, es gibt auch sehr niedliche Tauben. Aber man muss sagen, in Paris, die Tauben, naja, sie nehmen halt überhand. Man sieht teilweise Berge von Tauben auf einem Haufen. Man wird teilweise von Tauben fast, ja, angeflogen. Mir ist letztens eine auf dem Kopf gelandet. Man wird sehr häufig von Tauben angekackt. In verschiedenen Situationen. Mir dieses Jahr schon 3-mal passiert. Und ja, die Tauben gehen einem auf den Geist. Die Tauben machen übrigens auch Krach. Die Tauben setzen sich immer auf die Fensterbank und gurren die ganze Zeit. Teilweise bauen die Tauben Nester auf deiner Fensterbank. Und dann hast du ganz, ganz viele Tauben vor deinem Fenster. Also die Tauben sind schon nicht so angenehm. Und was ich immer richtig witzig und eklig zugleich finde, ist, wenn man ganz, ganz, ganz viele Tauben zusammen Brot und Essensreste auf den nicht sehr sauberen Pariser Straßen essen sieht. Ja, also wenn ihr Tauben nicht mögt, kommt nicht nach Paris. Gleiches gilt natürlich für Ratten, aber ich glaube, das muss ich nicht mehr erwähnen. Paris ist sozusagen die Hauptstadt der Ratten. Es gibt unendlich viele Ratten, Mäuse, wenn ihr davor Angst habt, kommt nicht nach Paris. Das nächste, was richtig, richtig eklig ist, was ich Gott sei Dank noch nicht erlebt habe, aber wovon ich schon sehr oft gehört habe, sind Bettwanzen. Punaise de lit. Die sieht man am Anfang wohl irgendwie gar nicht. Und man merkt dann nur, dass man immer so kleine Beißwunden am Bauch hat und Ausschlag bekommt und irgendwann halb aufgefressen wird. Und danach muss man dann seine Matratze wegwerfen und alles desinfizieren und so weiter. Und ja, ich hatte schon Kollegen, die Bettwanzen hatten, die mir Fotos von ihren Verletzungen gezeigt haben und ich kann euch sagen, das sah nicht sehr appetitlich aus. Und ich habe gehört, dass es hier im Haus auch schon Bettwanzen gab und falls ich jemals welche habe, muss ich, glaube ich, ganz, ganz schnell umziehen. Ich finde nämlich die Vorstellung, dass ich nachts im Schlaf halb aufgefressen werde, ein bisschen eklig. Dann das nächste, was ein bisschen eklig ist, sind die ganzen Anti-Ungezieferläden in Paris. Es gibt nämlich natürlich sehr viel Ungeziefer in Paris und daraus hat sich ein ganzes Business entwickelt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Läden, die auf sehr ziemlich, also auf sehr eklige, bizarre Art und Weise Werbung für ihr Geschäft machen. Und diese Läden sehen einfach schon von außen so absolut abstoßend aus, dass ich mich jedes Mal ekle, wenn ich sie sehe. Es ist irgendwo zwischen Ekel und Belustigung, würde ich sagen, aber ich habe noch nie in irgendeiner Stadt dermaßen viele Läden gesehen und noch dazu mit dieser Art von Marketing und ja, das ist sehr, sehr typisch für Paris. So, das nächste, was ziemlich eklig ist in Paris, sind Läusebefälle von Kindern. Ich weiß, dass Läuse nichts mit mangelnder Hygiene zu tun haben und niemand kann da was dafür. Ich hatte bisher Glück, ich hatte noch nie Läuse, aber das ist niemandes Schuld. Aber in Paris verbreiten sich die Läuse wie im Mittelalter. Also wenn man hier an Schulen vorbeigeht, dann steht da überall, Achtung, die Läuse sind wieder da, kontrollieren Sie Ihr Kind. Ich hatte Kollegen mit Kindern, die hatten permanent Läuse. Die Kinder hatten dauernd Läuse, jede zweite Woche hatten die Läuse. Es gibt ja sogar ganze, wie Friseurläden, die einfach nur Kinder entlausen. Wie auch immer, den ganzen Tag. Und ich frage mich, wer da arbeiten möchte. Stell dir mal vor, dein Job ist es, den ganzen Tag Kindern Läuse aus den Haaren zu ziehen. Ich weiß nicht, aber das ist schon ziemlich krass in Paris mit den Läusen. Ich bin, wie gesagt, bisher verschont geblieben, aber ich weiß, dass es mich sicherlich irgendwann mal erwischen wird. Und ich finde die Vorstellung von Läusen schon ziemlich eklig. Lasst mich mal bitte in den Kommentaren wissen, ob ihr schon Läuse hattet und wie das so war. So, das nächste, was ziemlich eklig ist in Paris, darüber habe ich schon sehr oft geredet, ist, dass hier die Leute, ich sage bewusst die Leute, weil es sind nicht nur Männer, aber es sind hauptsächlich Männer, pinkeln einfach überall auf die Straße und teilweise am helllichten Tag, wenn ihr es nicht sehen wollt. Also einmal gibt es den optischen Anblick, den man nicht unbedingt sehen möchte und dann gibt es natürlich den Geruch. Also Paris im Sommer, das kann schon ganz schön stinken, sagen wir es mal so, vor allem am Seine-Ufer entlang. Da wird einem schon manchmal fast schlecht, wenn man einatmet. Oder abends, wenn man durch die Straßen geht und die ganzen Leute aus den Bars irgendwie auf die Straße pinkeln. Und wisst ihr, was mich am meisten daran aufregt, ist, dass es in Paris
für eine große Stadt und im Verhältnis zu Deutschland echt viele öffentliche Toiletten gibt. Es gibt überall so Klokabinen, die sich selber reinigen. Die sind zwar jetzt nicht immer super sauber, aber es ist okay meistens und teilweise sind die auch wirklich sauber. Und trotzdem pinkeln die Leute auf die Straße. Und ich denke mir so, warum? So, keine Ahnung, könnt ihr nicht irgendwie einen Knopf von der Klokabine drücken und dann da drin das erledigen? Nein, ihr müsst immer auf die Straße pinkeln. Ich meine, wir sind doch keine Hunde, oder? Also, ich weiß, das ist ein bisschen ein Kulturunterschied, aber ich habe dafür kein Verständnis. So, das nächste, was ziemlich eklig ist in Paris, das ist jetzt auch nicht so Paris-typisch, sind Streiks der Müllabfuhr. Das kommt immer mal wieder vor in Frankreich, in Marseille auch sehr, sehr häufig, aber auch in Paris, dass ja die Müllabfuhr einfach ein paar Tage streikt. Und dann stellt euch mal die Stadt vor, wenn die Mülleimer alle überlaufen, die Ratten immer mehr werden und es stinkt. Und euer Innenhof auch stinkt, weil niemand mehr den Müll abholt. Und irgendwann eure Wohnung stinkt, weil ihr nicht mehr wisst, was ihr mit eurem Müll machen sollt. Ich habe es bisher noch nicht so einen großen Stil erlebt. Ich habe es aber von Leuten gehört. Also ja, der Müllabfuhrstreik ist ziemlich eklig. Vor allem im Sommer, wenn es dann auch noch warm wird und es dann so richtig schön anfängt zu stinken. So, das nächste, was in Paris ziemlich eklig ist, aus meiner Sicht, ist die Luftverschmutzung. Dass Luftverschmutzung nicht gut ist für die Gesundheit. Oh ne, d'accord. Ich glaube, das haben wir alle schon gehört. Die Luftverschmutzung in Paris ist immer sehr, sehr hoch, selten gut. Und in der Stadt stehen auch überall so Anzeigetafeln, die einem sagen, wie heute die Luftqualität ist. Und da steht eigentlich immer schlecht. Manchmal steht da mittelmäßig, aber da stand noch niemals gut. Und es gibt einfach so Tage, da ist die Luftverschmutzung so stark, dass es einfach stinkt. Also egal, was du machst, wenn du rausgehst, wenn du atmest, es stinkt. Also ich bin da wohl auch sehr empfindlich. Meine Freunde hier sagen immer, dass sie das nicht so merken. Aber es gibt echt Tage, da möchte ich einfach nur weg hier, weil es so übelst stinkt in der Stadt. Und ich das Gefühl habe, ich möchte eigentlich gar nicht mehr einatmen. Und ich war einmal in der Straße, da war abends so eine schlimme Luftverschmutzung, dass ich fast, also ich hatte das Gefühl, ich ersticke gleich. Also ich hatte das Gefühl, es gibt überhaupt keine Atemluft mehr. Und ja, ich bin deshalb auch kein Fan von zu vielen Autos in der Stadt. Tut mir leid, liebe Autofahrer, aber allein deswegen, also wenn man viel zu Fuß geht, so wie ich, oder viel Fahrrad fährt, solche Abgase einatmen die ganze Zeit, das ist echt, boah, es ist so eklig. So, das nächste, was in Paris ziemlich eklig ist, es ist auch keine Überraschung, ist die Hundekacke überall. Das kommt sehr, sehr, sehr auf die Viertel drauf an. Ich würde mal sagen, in etwas schlechteren, sozial schwächeren Vierteln, ich mag dieses Wort nicht so gerne, aber ihr wisst, was ich meine, ist es meistens allgemein ein bisschen dreckiger und genau, da liegt auch ein bisschen mehr Hundekacke. Das liegt nicht nur an den Leuten, die es nicht wegmachen, sondern auch daran, dass allgemein in den schlechteren Vierteln auch weniger geputzt wird von der Stadt. Keine Ahnung warum, aber zumindest habe ich diesen Eindruck. Auf jeden Fall, ja, sollte man in Paris immer aufpassen, wo man so hintritt und das kann sehr schnell mal unangenehm werden. Ich muss aber dazu sagen, dass es in Deutschland auch nicht so viel besser ist. Also in Mannheim, wo ich gelebt habe, war das irgendwie genauso. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt so Paris-spezifisch ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ziemlich nervig ist. Und wenn ich sehe, dass Leute es nicht wegmachen, das regt mich auch immer mega auf. So, das nächste, was ziemlich eklig ist in Paris, sind die vielen, vielen Müllberge. Also, es ist ja nicht so, als gäbe es in Paris keine Müllabfuhr und es ist auch nicht so, als gäbe es keinen Sperrmüll. Aber es gibt eben viele Leute, denen das alles ziemlich egal ist und die ihren Müll einfach in die Gegend werfen. Und teilweise im großen Stil. Also, ich habe noch nie so viele Toiletten auf der Straße liegen sehen wie in Paris. Alte Sofas, Matratzen, Betten, Waschbecken, Spülmaschinen, Klamotten, Koffer, alles. Es gibt echt Müllberge für alles. Und ja, mehr oder minder groß und das ist echt schon krass teilweise, dass den Leuten das so egal ist und sie einfach ihren Müll mega in die Gegend werfen. Teilweise laufen einfach die Mülleimer über, weil, keine Ahnung, die Müllabfuhr nicht häufig genug kommt oder so. Und die Leute auch einfach extrem viel Müll produzieren. Und dann muss ich auch sagen, im Verhältnis zu Deutschland, es kommt häufiger vor, dass Leute mal ihren Müll in die Gegend werfen. Also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, sagen wir, der gemeine Franzose wirft jetzt auch nicht einfach seinen Müll in die Gegend, aber ich habe das hier auf jeden Fall viel häufiger gesehen als in Deutschland. Geht auch durch alle Schichten. Und ja, letztens bin ich spazieren gegangen und der Mann vor mir hat einfach seine Cola-Dose ins Gebüsch geworfen. So, als wäre das völlig selbstverständlich. So, und ein Metro-Ticket auf den Boden werfen in der Metro ist auch kein Problem. Es ist zwar nicht so, als gäbe es Mülleimer, aber hey, einfach auf den Boden werfen ist ja genauso einfach. Man hat mir auch schon gesagt, dass gerade alte Leute das wohl gerne machen, weil sie der Meinung sind, dass sie dadurch ja Arbeit schaffen und etwas Gutes tun.
Das finde ich eine sehr, sehr interessante Logik, muss ich sagen. Geht nicht ganz in meinen Kopf rein. So, und das Letzte, was ziemlich eklig ist in Paris. Ja, ich sag mal, wenn man sich in Paris ins Gebüsch schlägt, vor allem vor dem Louvre, da stehen so, da sind so Büsche, ja, so. Man denkt, das ist ein guter Ort, wenn man mal pinkeln muss, weil es gibt da keine öffentlichen Toiletten und nicht so viele Bäume. Und dann gibt es noch den Bois de Boulogne, das ist der große Stadtpark, wo es ebenfalls nicht so viele öffentliche Toiletten gibt. Das heißt, wenn man mal muss, dann geht man ins Gebüsch. Und ich kann euch nur sagen, diese beiden Orte sind auch Orte, an denen viele Leute im Gebüsch viele, viele Dinge treiben. Und deshalb liegen da viele benutzte, ihr wisst schon, darf ich leider, glaube ich, auf YouTube nicht sagen, falls ja, da sonst das Video demonetarisiert wird. Auf jeden Fall vergnügen sich eben viele Leute in diesen Gebüschen. Nicht nur Pärchen, sondern eben auch Leute, die das beruflich machen, was in Frankreich illegal ist, nur dass ihr das wisst. Und ja, deshalb sieht das im Gebüsch dementsprechend aus. Und ja, es ist sehr unangenehm, wenn man selber eigentlich nur kurz pinkeln will und dann auf einmal mit seinem Fuß auf sowas draufsteht. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung berichten. Yummy. So, das war alles, was ich in Paris ziemlich eklig finde. Lasst mich mal bitte in den Kommentaren wissen, was ihr so eklig findet oder was ihr Ekliges erlebt habt. Und dann sage ich euch Tschüss, au revoir, à la prochaine.